Herzlich willkommen alle Würfelteiler, Säbelschwinger und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute beschäftigen wir uns nochmal mit Mods auf der Quest 3 für Beat Saber. Ja, ich habe ja schon diverse Videos gemacht, wie ich auf der Quest 3 Beat Saber modden kann. Also angefangen mit den Grundmods zu installieren, den Core-Mods, damit ich überhaupt Custom-Songs spielen kann, bis darüber hinaus, wie ich weitere zusätzliche nützliche Mods installieren kann. Und eine Frage, die relativ häufig aufgetaucht ist, war, nachdem die Leute das Ganze dann gemoddet haben, wie kriege ich neue Saber auf die Beat Saber-Variante bzw. auf die Quest 3? Ja, das funktioniert natürlich auch wieder mit Mods und geht auch relativ einfach, weil die Grundsachen haben wir schon da. Wir brauchen den Quest-Patcher, wir brauchen die Mod-Seite, dann brauchen wir natürlich unsere Quest 3, ein USB-Kabel und die Quest 3 muss an den PC mit dem USB-Kabel angeschlossen werden. Wenn das dann gemacht ist, dann können wir unsere altbekannte Modder-Seite aufrufen und den Link dazu gibt es natürlich ganz unten bei mir wieder in der Beschreibung. Wir wählen die Game-Version aus, 1.2.8. Wir sagen Questloader, weil das ist ja der einzige, mit dem es momentan auf der Quest 3 funktioniert. Dann scrollen wir etwas runter und kommen dann irgendwann bei Q, bei den Q-Osmetics-Sachen an. Da haben wir einmal Boxes, Psyops und Wackers. Die drei könnt ihr euch gerne runterladen. Und die fügen wir dann über den Quest-Patcher der Quest 3 hinzu. Ich habe das Ganze schon gemacht. Also das heißt, in meinem Download-Ordner sind diese jetzt schon vorhanden. Da sehen wir sie. Ich habe sie mal gerade markiert. Ja, wie installiere ich sie dann? Genauso wie alle anderen Mods. Das heißt, ich gehe auf meinen Quest-Patcher, wähle dort Mod-Management aus, gehe oben dann auf Browser, wähle die drei Dateien aus und die Installation beginnt. Ja, wenn das gemacht ist, können wir schon direkt hingehen und irgendwelche Saber hinzufügen. Dafür brauchen wir aber allerdings erstmal Saber. Und die kriegen wir über einen Discord. Und zwar, der Discord ist der Quest Modding Discount. Discord. Und dort gibt es dann eine Kategorie Finish Models. Da sind die Leute so nett und stellen ihre selbst entworfenen Models für die Sabers zur Verfügung zum Download. Und das gibt es immer in zwei unterschiedlichen Dateivarianten. Einmal Wackers und es gibt auch gelegentlich mal gucken, ob wir den finden, einen Q-Saber-Datei. Ja, also ich sehe jetzt auf Anhieb keine, aber das ist nicht schlimm, weil ich hatte schon mal eine heruntergeladen davon. So, also das heißt, hier werden die Saber zur Verfügung gestellt und die kann ich mir dann herunterladen. Auch das habe ich schon gemacht, also wir gehen nochmal auf unseren Download-Ordner und da sehen wir, habe ich diese zwei unterschiedliche Dateitypen runtergeladen. Einmal Q-Saber und einmal eine Wacker-Datei. So, wie kriege ich die jetzt rein? Das mache ich mit dem Quest-Patcher und zwar die Q-Saber-Datei hole ich einfach über Custom-Savers hier oben rein. Sage da auch wieder Browser, wähle die Datei aus, sage öffnen und sie wird importiert und dann ist sie da. Wacker-Dateien, dafür gehe ich unter Wackers, wähle dort auch über Browser meine Datei aus und schon ist sie da. Ja, das war es dann schon auf dem PC. Damit bin ich damit schon fertig. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich auf meine Quest 3 gehen und uns mal angucken, ob das Ganze dann auch funktioniert hat. Aber ich bin optimistisch. So, herzlich willkommen auf meiner Brille. Und zwar habe ich Beat Saber schon mal gestartet. Wir sehen, das ist meine gemoddete Version. Also ich habe so ein paar Sachen, die ich ganz gerne drin habe. Die Uhr, die Akkuanzeige. Hier kriege ich jetzt meine restlichen Mods angezeigt. Und wir wollen ja überprüfen, ob das funktioniert hat mit den Sabern. Dafür gehen wir in die Einstellungen. Da müssten wir dann jetzt von den Kosmetik-Mods die Settings haben und können dort dann auch die Säbel auswählen. Und wir sehen, die zwei, die ich hinzugefügt habe, stehen zur Verfügung. Die wechsle ich zwischen den beiden her. Also das heißt, wenn ich den auswähle, kriege ich auf der rechten Seite das Ganze immer in einer Vorschau angezeigt und kann dann natürlich zurückspringen und in irgendein Spiel reingehen. Ich habe gerade mal auf keinen Fehlschlag eingestellt, so dass ich nicht sterbe, damit wir uns die ganzen Sachen in Ruhe angucken. So sehen sie also aus. Und zwar, wir wollen ja auch gucken, ob der andere Saber auch funktioniert. Also kurz wieder in die Einstellungen rein, Breakers. Ich wähle jetzt den anderen, hier oben, den Sun Saber. Hab den gewählt, hüpfe zurück. Wieder in irgendein Lied rein, wieder dasselbe Lied nehmen und ich sage wieder spielen. Da sind sie.
In diesem Sinne sage ich euch ciao, ciao.